die schlafen alle ein. Weil das ist irgendwo so Entleerungsstörung, ja, das ist vielleicht interessant oder vielleicht nicht interessant. Dabei ist es ganz entscheidend. Ich kann Ihnen in einer Minute sagen, was ich in den letzten 40 Jahren gelernt habe. Die 20-Jährigen haben häufig Verstopfungen. Die gehen dann zum Arzt und der Arzt sagt, ja, Verstopfung häufig. Dann wird nichts gemacht. Dann kommt Stadium 2, wo es dann Ärger gibt. Und der Ärger ist folgendermaßen: dann kommt es zu Hämorrhoiden, dann kommt es zu Fissuren und schüchtigen Ungemach im After. Wenn sie noch weiter wartet, kommt dann die Inkontinenz. Wieso? Das hoffe ich jetzt Ihnen zu erklären. Ich gehe jetzt auf das Thema 1, Verstopfung. Sind übrigens nicht nur Frauen, sondern bei den Männern übrigens auch eine relativ hohe Rate. Dann, was verstehen wir über chronische Verstopfungen? Natürlich sind viele Leute auf der Toilette zu lang auf der Toilette. Das heisst zu lang, und ich muss das ehrlich sagen, die Männer, warum sind die Männer relativ lang auf der Toilette? Dort ist der einzige Raum, wo man eigentlich in Ruhe klar wird. Und das macht gar nichts für Verstopfung. Das ist ein völliges Märchen. Aber klar, wenn man auf die Toilette geht und muss pressen und dort Schmerzen hat, dann stimmt etwas nicht. Sie sehen auf der rechten Seite die sogenannten Stuhlformen. Man sollte möglichst so Typ 4 haben. 1 ist ungünstig oder Typ 7 ist ungünstig. Das ist dann eher richtig Durchfall. Von dem kann man eigentlich auch noch nichts sagen. Und Sie verstehen natürlich schon, wir Mediziner wollen natürlich das genauer wissen. Wir haben eine Definition, die ich völlig unsinnig finde, weil wenn Sie jetzt mal sich selber fragen, gehören Sie zu dieser Gruppe, dann können Sie jetzt also einen Rechner führen, übertrieben gesagt, 2 Symptome während den letzten 12 Wochen. Nein, das kann man gar nicht so definieren. Klumpiger, harter Stuhl, weicher Stuhlgang. Ich glaube, zusammengefasst ist besser zu sagen, wenn Sie wenig auf die Toilette gehen, das heisst weniger als 3-mal in der Woche, oder wenn Sie müssen pressen, dann müssen Sie sich überlegen, ob ein Schritt richtig, eine Abklärung gut wäre. Dann kommen die Mythen von der Verstopfung. Das ist ein grosser Ärger, weil viele Patienten getrauen sich gar nicht darüber zu reden, weil sie finden, Verstopfung mache ich Dickdarmkrebs. Völliger Unsinn. Es führt nicht zu Krebs. Nur ganz leicht ist die Chance höher, wenn sie verstopft sind. Dann laxant sie. Alle kommen die Tränen zu mir und sagen, es ist schädlich. Völlig Unsinn, es macht auch nicht abhängig. Und faserreiche Kost ist hilfreich, das ist bei vielen Patienten gar nicht der Fall. Oder ein langer Darm, völlig Unsinn. Wenn Sie es mir nicht glauben, Müller Schweiz, dann können Sie den Müller-Lisner nachlesen, 2005. Der hat das alles schön zusammengefasst. Aber wir sind in der Schweiz leider immer noch sehr unterprivilegiert, was die Ausbildung betrifft. Und wir sind immer noch in dem 19. Jahrhundert, was Verstopfung betrifft. Und ich hoffe, dass mit dem heutigen Vortrag ich Ihnen kann ein bisschen zeigen, dass das geändert werden sollte. Es ist eine Angstmacherei, es ist ein Tabuthema, das müssen Sie nicht sein. Nun, was machen Sie, wenn Sie eine Verstopfung haben? Natürlich, wenn Sie keine Alarmzeichen haben, das wäre zum Beispiel Blutabgang, Gewichtsverlust, dann müssen Sie dem Dr. Groth gut zuhören, das wäre nämlich der Dickdarmkrebs. Dann können Sie ruhig mal ausprobieren, ein bisschen faserreich zu essen. Das heisst, dass Sie ein bisschen mehr Gemüse nehmen, Sie können auch ein Müsli nehmen, mit was immer, Haferflöckli. Wenn es bessert, das ist ja gut. Aber bei vielen ist das eben nicht so. Dann, was müssen Sie jetzt für Abklärungen machen? Wie kommen wir zur richtigen Diagnose? Da müssen wir halt schon ein bisschen wissen, was es überhaupt für Typen gibt. Es gibt 3 Typen. Es ist der Typ, der normale Transitzeit hat. Das heisst, die Entleerung klappt alles bestens, aber der Patient fühlt sich trotzdem verstopft. Das nennen wir funktionell. Es gibt aber die langsame Transitzeit. Das ist, wenn der Darm, der eine Muskulatur hat, wenn die nicht richtig schafft. Dann gibt es aber auch die Enddarm-Entleerungsstörungen. Wie können Sie da selber herausfinden, was Sie haben? Das ist relativ schwierig. Sie müssen sich so vorstellen, bei der Transitzeit, da, wenn das nicht funktioniert mit dem Muskel, dann bleibt das liegen und es kommt zur Verstopfung. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, das kann ich heute Abend nicht auch noch bringen, die sekundäre Obstipation, von der müssen wir aufpassen. Wenn Sie einen Diabetes haben, Schilddrüsenstörungen, also eine Unterfunktion,
aber auch Nebenniere Depressionen haben oder Reizdarmsyndrom und wieder der Dr. Groth, der dann noch zum Zug kommt, Dickdarmkrebs, dann ist das etwas anderes. Das kann ich heute Abend nicht genau erklären. Ich erkläre Ihnen jetzt, wie wir die Einteilung machen zwischen langsamer Transit und Entleerungsstörung. Oder vielleicht haben Sie Pech und haben beides. Wie machen wir das? Kolon-Transit-Zeitbestimmung und After-Druckmesse ist etwas Wichtiges. Wie geht Kolon-Transit-Zeitbestimmung? Die geht ganz einfach. Der Gartenschluch, müssen wir schauen, wie der transportiert. Da müssen Sie nicht eine Woche im Spital bleiben, sondern Sie müssen vom Tag 1 bis 6 müssen Sie die Kapseln schlucken. Am 7. Tag gibt es ein Röntgenbild. Und aufgrund von dem Röntgenbild, von der Verteilung von diesen Kapseln, kann ich dann sagen, ob die Transitzeit langsam ist oder kurz oder halt normal. Das ist eine einfache Methode. Wir haben jetzt nochmal eine neue Methode, die ich Ihnen letztes Jahr schon zeigen durfte. Wir haben eine Kapsel, die man schlucken kann, die das noch genauer zeigt, ob auch der Dünndarm oder Magen eine Störung hat. Da möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, aber Sie können auf unserer Webseite, übrigens all die Sachen, die Sie heute sehen, werden nächstens auf unserer Webseite aufgeladen. Da können Sie das Ganze nochmal anschauen. Auch die SmartPill ist eine clevere Methode. Wie kann man die Enddarmentleerungsstörung, also das hat man jetzt mal die langsame Transitzeit, also die hauptsächlich einmal in der Woche gehen können, haben wir mal kurz erklärt. Wie geht das mit dem Enddarm? Der Enddarm ist ein ganz cleveres Organ und wird leider immer beschimpft. Das ist eigentlich ein Leiden, wenn Sie zum Zahnarzt gehen, können Sie den Sekretär sagen, ja, Sie können zum Zahnarzt. Wenn Sie zum Proktologen gehen, bei mir, das kann man nicht sagen, ja, zum Aftrologen, das ist ja eher peinlich. Und das ist eigentlich schade, weil der Enddarm ist sehr clever. Er hat einen inneren Muskel, der schaut, dass Sie keinen Stuhl verlieren im Normalzustand. Und einen äußeren, wenn Sie Stress haben. Ich erkläre Ihnen gerade, wie das geht. Sie haben zusätzlich aber auch noch Hämorrhoiden, die gehören auch zur Kontinenz, dass sie den Stuhl nicht verlieren und die spielen auch eine grosse Rolle bei der Entleerung. Die können manchmal auch gestört sein und können verhindern, dass sie sich entleeren. Was passiert, wenn so ein Kot jetzt in Enddarm ankommt und Sie sagen, Sie haben jetzt gerade eine wichtige Sitzung mit Ihrem Chef oder Sie sind gerade am Kochen und wollen nicht sich entleeren? Dann machen Sie Folgendes. Dann geben Sie ein Signal zum Kopf, aha, ich möchte mich nicht entleeren. Und dann zieht sich der ganze Enddarm zusammen und schubst den Stuhl wieder ob sie. Oder Sie sagen, nein, ich habe meine Wellen. Das heisst, Sie haben etwa 3-mal am Tag eine Chance, sich zu entleeren. Das spüren Sie. Ich nehme die Chance. Und das ist aber wichtig. Die Chance müssen Sie wahren und nicht immer verdrängen. Weil sonst wird der Enddarm mit der Zeit sauer. Also zeigt dann das Gehirn Relaxation und dann können Sie sich entleeren. Wie tut man das ein bisschen wissenschaftlicher noch machen? Das macht man mit der sogenannten After-Druckmessung. Man tut einen Ballon rein. Das klingt jetzt ein bisschen primitiv, ist aber relativ einfach und darum führen wir das gerne durch. Ein 50 Milliliter Ballon platzieren wir im Enddarm und dann muss der Patient auf die Toilette sitzen oder bei uns auf den Stuhl und dann muss er versuchen, den rauszudrücken. Es gibt dann auch eine Methode mit der eigentlichen Druckmessung, wo Sie da sehen, links sind Katheter, der Mitte ist, wo das platziert ist und rechts Bild. Da habe ich Ihnen noch ein Filmchen. Das kann man gut zeigen und das ist eben wichtig. Dann versteht der Patient auch, was falsch läuft. Das Rote, das ist der normale Druck. Und jetzt kommt dann irgendwo mal da ein Ballon, den man aufbläst und der Patient soll runterpressen. Und Sie sehen, rot ist hoher Druck, blau ist tiefer Druck. Dann sollte eigentlich das Rote verschwinden und sollte gelb werden. Und Sie sehen, das klappt nicht ganz bei dem Patienten, sondern der presst und fälschlicherweise zieht er den Muskel zusammen. Das geht nicht. So kann er sich nicht entleeren. Weil der Druck muss oben hoch sein und unten tief. Und der macht das falsch. Und so kann man dann eine Einteilung machen, kompliziert ein bisschen nach Rau, wie das genau funktioniert. Aber ich glaube, Sie haben ja heute Abend nicht die komplizierten Abklärungen wollen hören, sondern was kann ich selber machen? Und wenn Sie ins Internet gehen oder auf Facebook, dann sehen Sie, dass Sie innerhalb von 3 Minuten beschwerdefrei werden können. Ich glaube dann nicht so. Es ist immer so, wenn man etwas wechselt, also wenn Sie plötzlich ein Glas, ein lauwarmes Wasser trinken am Morgen, dann ist das vielleicht ein paar Wochen ist das gut, weil alles, was man macht, hat eine gewisse
eine Placebo-Wirkung. Und Sie wissen, auch bei den Medikamenten können die, die gar nichts drin haben, auch wirken. Darum müssen wir schon ein bisschen wissenschaftlicher, also das, was in Studien festgestellt wird oder worden ist, da zeigen. Und das ist eben schwierig. Für die Verstopfung wissen wir sehr wenig. Sicher, man kann probieren, eine vermehrte Fasereinnahme zu probieren. Das heisst aber nicht, dass Sie jetzt da, Sie sehen den Haufen da, irgendwo 15 Gramm, sagt man damals, Haferkleie dazu sich nehmen, dann sind Sie so verstopft wie noch nie, weil Sie brauchen Wasser. Und ich hatte einen ehemaligen Chef, der hat gemeint, mit dem kann man jetzt da heilen. Und das ist wirklich nicht so. Wenn Sie schwere Verstopfungen haben, ist das kontraproduktiv. Wenn Sie in die Literatur gehen, sehen Sie eigentlich nur Kaffee und Bier wirkt. Bei den Schoki und so, das stimmt nicht. Es ist sehr schwierig, dort etwas zu helfen. Trinken. Dann hat da mein ehemaliger Chef gesagt, man muss 3 Liter trinken. Wenn Sie 3 Liter Wasser trinken pro Tag, dann ist das schon gut. Aber dann sind Sie alle halbe Stunde, übertrieben gesagt, auf der Toilette. Sie müssen genügend trinken. Das wird vielleicht 2 Liter sein, aber nicht 4 oder 5 Liter. Das ist eine Belastung für einen anderen Tag, nämlich dort vorne, wo die Blase ist. Das bringt nicht viel. Sie müssen genügend trinken. Dann vermehrt die Bewegung. Ich weiß nicht, ob Sie joggen oder sich sonst bewegen. Beim Joggen ist die Erschütterung da. Das wirkt sicher gut für den Darm. Vermehrte Bewegung allgemein gehört einfach zur Gesundheit. Das wird Ihnen helfen. Stressreduktion. Viele sind verstopft. Wieso haben sie? Also der Stress, wie wirkt der? Ich habe Ihnen im Vortrag letztes Jahr erzählt, dass das Hirn einen grossen Zusammenhang hat mit dem Darm. Und der Darm reagiert dann wie im Kopf auch, dass er streikt. Und wenn Sie Stress haben und wenn Sie die 3 Wellen, die Sie haben pro Tag, nicht ausnutzen, was passiert dann? Dann ist klar, dann verpassen Sie die Wellen und dann kommt es zur Verstopfung. Dann das 5. ist sicher Bauchmassage. Auf das komme ich. Es gibt ein neues Apparat. Physiotherapie würde das auch machen. Ist natürlich aufwendig und wird von der Krankenkasse eben nur zum Teil übernommen. Das wäre für das gewesen, was Sie machen könnten. Dann könnten Sie jetzt eigentlich ein bisschen doch einmal einen Kaffee zu sich nehmen. Sie wissen vom letzten Jahr, da die Darmbakterien, die spielen eine grosse Rolle. Das ist die Fehlbesiedlung vom Dünndarm, auch vom Dickdarm. Ich gehe nicht auf das ein, weil ich habe das jetzt in den letzten 6, 7 Jahren ziemlich studiert. Und ich weiss jetzt etwas noch im Jahr 2021. Ich weiss, dass ich nichts weiss. Ich weiss, dass man versuchen kann, mit Lactobacillen das zu fördern, die Entleerung. Aber es ist relativ schwierig und sehr unwissenschaftlich. Wir wissen noch nicht genau, wie man das muss machen, dass man besser auf die Toilette kann. Sicher für andere Erkrankungen, die wissen wir schon mehr. Dann Obstipation. Was macht der Mediziner? Das, was jetzt da oben ist, das ist eben das Wichtigste. Die Umerziehung und Aufklärung. Nochmal, Umerziehung und Aufklärung. Und da finden Sie natürlich im Internet leider meistens nicht so gute Sachen. Oder Sie wollen nicht ein 100-Seiten-Buch lesen über das, wo völlig Unsinn ist. Also Sie sollten dann zum Praktiker gehen, zum Hausarzt. Der müsste Ihnen Sie aufklären, was Sie machen müssen. Ich kann das einreihen. Ich komme dann auf den zweitwichtigsten Punkt, das Biofeedback, komme ich zu reden. Medikamentös, das würde aber gefüllen. Ernährung habe ich schon ein bisschen erwähnt, dass es schwierig ist. Und Chirurgie ist ganz ein kleiner Teil. Den kann ich jetzt eigentlich abhaken, weil bei der Chirurgie, muss man sagen, gibt es in seltenen Fällen, wo man helfen kann. Man hat 1908 14 Leute in dem Spital, wo ich zuerst mal geschafft habe, in London den Dickdarm rausgeschnitten. Die es überlebt haben, sind nicht alle gewesen, die haben genauso Verstopfungen gehabt. Also den Darm einfach rauszuschneiden und dann wieder heimgehen und es geht alles. Ich warne davon, in ausgewählten Fällen, also ganz selten kann da etwas helfen. Das war jetzt die Übersicht. Jetzt, das ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Sie müssen keine Angst haben, mit der Entleerungsstörung ist Biofeedback. Was ist das? Das ist ein Training, wo man zeigt, wie Sie entspannen müssen. Natürlich können Sie auch Zäpfchen benutzen, Einläufe, es gibt Irrigatoren, es gibt Botox, die Entspannung macht, selbst Hydrokolontherapie, die ich nicht verpöne, wo sicher einen Stellenwert hat, wo eine gute Wirkung hat bei der Entleerungsstörung. Das heisst, das wäre der Enddarm. Was machen Sie, wenn Sie langsam mit Transitzeit haben? Das ist jetzt wieder schwieriger. Da gibt es 1000 Mittel. Ich denke, ein Basismittel, das macht, dass das Volumen vom Darm grösser wird. Das heisst, Transitbecmovicol ist gut. Und als Abführmittel gebe ich gern
zum Beispiel Laxeperon, das ist ein echtes Abführmittel, aber es gibt moderne Medikamente, Resolog und Stella Amitizia, aber die Medikamente gehören eigentlich eher in die Reserve und sind relativ teuer und trotz der Literatur von mir aus gesehen nicht immer erfolgreich. Also nochmal, haben Sie Entleerungsstörung, komme ich auf das Biofeedback zu sprechen, dann müssen Sie unten etwas machen und bei der langsamen Transitzeit ist das mein Tipp. Dann Ernährungsberatung. Was ich meinen jungen Damen sage, ist klar, ballaststoffreich. Aber wenn man ein bisschen älter ist und halt, wenn es nicht mehr so gut funktioniert, ist das Wichtigste das Fett. Wenn Sie einen Hamburger essen mit viel Fett, dann können Sie sicher mehr auf die Toilette gehen, weil das fördert erstaunlicherweise. Sie müssen aber nicht so ungesund essen, Sie können auch Olivenöl, das geht auch. Dann gibt es noch eine spezielle Diätform, wo man weglässt, Gemüse, aber auch Früchte und Brot. Und das hilft. Das ist vor allem beim Reizdarm, wenn man eben noch einen Reizdarm hat. Das heisst, wenn der Darm gereizt ist, gibt das wie eine Schonkost. Wenn es dann keine wesentliche Besserung gibt, dann kann man zur Defekografie oder zur Chirurgie einmal noch diskutieren. Zum Biofeedback, das ist nicht verrückt, sondern dann zeigt man dem Patienten, was er muss machen mit seinem Muskel. Und wichtig ist das visuelle Feedback. Das heisst, es ist nicht eine Physiotherapie, wo man sagt, sie müssen sich entspannen. Also wenn ich jetzt hier sitze und da meinen Muskel muss entspannen, dann weiss ich nicht wo. Man muss den Muskel präsentieren, im ersten Schritt. Im zweiten Schritt tut man einen Ballon dort rein und dann muss der Patient den rausdrücken. Und das kann man üben. Das klingt blöd. Ich habe 1991 das erste Mal gesehen, habe mit dem Doc gelacht in London und habe dann müssen dann etwas anderes lernen in den letzten Jahren. Das ist wirklich die Methode der Wahl bei vielen Patienten. Noch etwas anderes, Körperposition, das ist ein Gratis-Tipp. Sie sehen bei denen die Dame links und der Herr rechts, wer kann besser defekieren. Schauen Sie, der Herr sitzt eben schon besser. Der Winkel zwischen dem Rücken und dem Bein muss möglichst klein sein. Das heisst, wenn Sie unten einen Hocker nehmen, dann haben Sie die Beine etwas höher, dann sind die Oberschenkel etwas weiter oben. Weil, warum ist das gut? Denken Sie an Ihre Vergangenheit. In den letzten Millionen Jahren sind Sie im Bus draussen gewesen, haben kein WC gehabt, sondern Sie haben sich den Hocker defekiert. Sie haben sich entleert in den Hocker. Warum haben wir heute so eine Degeneration, dass wir meinen, auf einer Toilette, die dann noch irgendwo einen Kilometer hoch ist, dass das sollte gehen? Hygiene ist sicher besser, aber völliger Blödsinn für die, die Schwierigkeiten haben. Dann habe ich noch die Rektozelle, das ist noch etwas Interessantes. Das ist eine Ausstülpung gegen vorne, kann ich das aufzeichnen. Oben da der Strich, wo sie haben, das ist noch ein anderer Muskel. Das ist auch ein häufiges Problem bei Frauen. Und dort ist es so, wenn das dort liegen bleibt, dann haben die Schwierigkeiten, sich zu entleeren. Und dann, diesen Damen muss man zeigen, wie sie sich richtig entleeren können oder ihnen ein Hilfsmittel geben. Dann geht es noch ein bisschen weiter, das würde jetzt heute in die Details gehen, heute Abend. Was ist eine Enterozelle? Das ist, wenn der Dünndarm auf den Dickdarm drückt. Und das ist bei den Frauen, die Operationen gehabt haben, dann drückt sie drauf, dann können sich die nicht entleeren. Ich habe hier noch ein schönes Filmchen. Grün ist der Darm und der Enddarm. Dann sehen Sie, wie das funktionieren sollte. Vorne sehen Sie die Scheide und die Gebärmutter da in Violett und ganz vorne in grün die Harnblase. Sie sehen, wenn jetzt da rot etwas druckt, das ist das braune, der Dünndarm, dann kann man sich nicht entleeren. Dann hat man Schwierigkeiten. Dann, wenn Sie weiter runtergehen, sehen Sie jetzt sehr schön, das ganze Becken muss sich nach oben deformieren. Und vorne, das bläuliche dort, das ist eben die Rektozelle, die bei vielen Frauen dann wie ein Pochette macht. Und dann bleibt das liegen und dann kann man sich nicht entleeren. Bei diesen Damen muss man die trainieren oder kann dort im schlimmsten Fall auch ein Netz rein tun. Natürlich hat die Hämorrhoide jetzt nicht erwähnt, aber die spielen auch eine Rolle. Die müssen sich entleeren beim Entleerungsakt. Die müssen schmal werden. Und wenn das nicht mehr klappt, dann sind die Hämorrhoide im Weg, dann muss man die behandeln. Wenn es ganz schlimm wird, wie gesagt, dann muss man Defekografie machen. Defekografie ist eine röntgenologische Abklärung. Nichts Schlimmes kann man bei uns in Zürich Altstädte als einziges Institut in der Schweiz im Sitzen machen, was natürlich einfach angenehmer ist für den Patienten, beziehungsweise sieht man dort wahrscheinlich das auch besser. Ich komme schon zur Zusammenfassung. Chronische Obstipation, schwierige Definition. Ich kann nicht sagen,
in kurzem, wie ich das definieren würde, wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben eine Verstopfung, das ist das Wichtige. Wir haben bei uns einen Fragebogen, den Sie ausfüllen müssen, etwa 50 Fragen, dann kann man das genauer eruieren. Dann muss man differenzieren zwischen langsamer Transitzeit oder Enddarmentleerungsstörungen. Dann komme ich zu den einfachen Tipps. Faserreiche Kost dürfen Sie probieren, aber hilft nicht immer. Trinkmenge würde ich mal erhöhen, Bewegung. Gehen Sie, wenn Sie können, joggen oder auch einen schönen Spaziergang im Wald. Das tut Sie sicher Ihre Stresslevel reduzieren. Abklärung ist wichtig. Da kommt eben nur der Ausschluss von der sekundären Ursache, von der Kolonkarzinom. Ich habe jetzt gesagt, Transitzeit, Bestimmung und Druckmessung. Und Therapie ist Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Dann habe ich ins Biofeedback gezeigt. Medikamente spielen da auch eine wichtige Rolle, gehört aber in die Hände vom Facharzt. Und Chirurgie nur in ganz seltenen Fällen. Wie gesagt, der erste Punkt ist bei Therapie für mich die Aufklärung. Ich danke, dass Sie mir zugelassen haben. Ich hoffe, ich konnte ein paar gute Punkte bringen. Und wir gehen, glaube ich, jetzt schon zum nächsten Vortrag. Ich danke fürs Zuhören. So, schönen guten Tag. Ich hoffe, man kann mich hören. Wunderbar. Mein Name ist Jonas Zeitz. Ich bin auch Gastroenterologe am Gastrozentrum Hürslanden hier in Zürich. Und ich freue mich heute. Über Entzündung im Darm zu sprechen. Ein Thema sind die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und unter diesem versteht man Entzündungen, die im Darm, also im Gastrointestinaltrakt des Körpers auftreten. Und diese sind immunvermittelt, also eine Art von Autoimmunerkrankung. Es gibt zwei Vertreter. Das eine ist der Morbus Crohn und das andere ist die Colitis ulcerosa. Die unterscheiden sich folgendermaßen, dass die Colitis ulcerosa eigentlich nur den Dickdarm befällt. Der Gastrointestinaltrakt besteht ja aus Speiseröhre, dann schließt sich der Magen an, dann kommt der lange Dünndarm und dann kommt der Dickdarm. Und die Colitis ulcerosa führt zu einer Entzündung, die nur den Dickdarm betrifft und immer im untersten Bereich, im Bereich des Enddarms, des Rektums anfängt und dann eine kontinuierliche Ausbreitung im Dickdarm zeigt, welche nur das letzte Stück, die Hälfte oder sogar den ganzen Dickdarm betreffen kann. Der Morbus Crohn hingegen kann alle Bereiche vom Gastrointestinaltrakt vom Mund bis zum Anus befallen. Das heißt, es können sowohl Entzündungen im Magen, im Dünndarm als auch im Dickdarm auftreten. Und die Entzündung ist typischerweise diskontinuierlich. Das heißt, man findet Bereiche, die entzündet sind, welche sich wieder abwechseln mit völlig unauffälligen Bereichen im Darm. Die Ursache der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ist bis heute nicht vollständig geklärt. Eine Sache, die diskutiert wird, ist, dass das Immunsystem falsch auf die Darmbakterien reagiert und diese als falsch erkennt. Es spielen aber auch noch viele andere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel genetische Faktoren, eine überschießende Immunantwort oder auch Umgebungs- und Umweltfaktoren. Die Beschwerden bei Erstdiagnose sind sehr vielfältig. Sie sehen hier in der linken Spalte die jeweiligen Beschwerden, in der mittleren Spalte, abgekürzt mit MC für Morbus Crohn, die Häufigkeit der Beschwerden und in der rechten Spalte mit CU, abgekürzt für Colitis ulcerosa, die Beschwerden. Und am häufigsten kommt es bei beiden Erkrankungen zu Durchfall,
der insbesondere bei der Colitis ulcerosa häufig blutig ist. Es kommt zu Schmerzen, Müdigkeit, aber auch Gewichtsverlust und Gelenkbeschwerden. Einige Patienten klagen auch über Fieber und auch über Hautveränderungen. Die Erkrankung hat auch einen großen Einfluss auf die Lebensqualität der Betroffenen. Man hat in Studien gezeigt, dass über 80% der Patienten sich große Sorgen machen über den Langzeitverlauf der Erkrankung und wie es bei ihnen weitergehen wird. Sie haben deutlich mehr Stress im Leben durch die Erkrankung und fühlen sich teilweise auch beschämt, insbesondere dadurch, dass es durch den Durchfall, unter dem sie leiden, häufig dazu kommt, dass sie häufig die Toilette aufsuchen müssen und häufig auch einen großen Drang haben, sich beeilen zu müssen, aufs WC zu gehen. Für die Diagnose gibt es keine einzelne Untersuchung, mit der die Erkrankung gesichert werden kann. Es erfolgt in Zusammenschau von verschiedenen Kriterien. Zum einen die Anamnese. Man muss sich gut mit dem Patient unterhalten und erfragen, wie die Beschwerden sich äußern, wie lange die Beschwerden schon bestehen. Man muss den Patient körperlich untersuchen. Es gibt verschiedene Laboruntersuchungen, die man macht, einschließlich Entzündungswerte und Blutbild mit Frage nach zum Beispiel Anämie. Man kann im Ultraschall die Bauchorgane untersuchen und man kann den Patient endoskopieren mittels Magen- und Darmspiegel und dort auch Proben nehmen, die dann von Pathologen histologisch aufgearbeitet werden. Eine wichtige Untersuchung für uns als Gastroenterologen ist die Endoskopie, wo wir mit einem flexiblen Endoskop den Gastrointestinaltrakt von innen anschauen können und auch Proben nehmen können. Sie sehen hier auf der rechten Seite vom Bildschirm so ein Endoskop. Das ist ein flexibler Schlauch mit verschiedenen Arbeitskanälen und auch einer Kamera eingebaut. Und mit der können wir dann entweder von oben Speiseröhre, Magen und den ersten Teil vom Dünndarm oder mit der Koloskopie über den Anus den Dickdarm beurteilen. Ein normaler Dickdarm sieht von innen aus, wie Sie es hier auf den Bildern sehen können. Man sieht die schön glänzende Darmoberfläche mit der Gefäßzeichnung. Wenn wir uns jetzt einen Darm vom einen Patienten mit Colitis ulcerosa anschauen, wird der Unterschied klar deutlich. Wie ich schon erwähnt hatte, zeigt die Colitis ulcerosa eine kontinuierliche Entzündung, die den gesamten betroffenen Darmbereich betrifft. Und das sehen Sie auch hier. Man sieht die entzündete Schleimhaut mit so Fibrinbelag, auf dem rechten Bild auch mit so Kontaktblutung. Und vom eingesehenen Darmbereich ist die gesamte Schleimhaut betroffen. Wenn wir jetzt als Gegenpart den Morbus Crohn anschauen, dort hatte ich ja erwähnt, dass dort ein diskontinuierlicher Befall auftritt. Das heißt, es wechseln sich Betroffene von nicht betroffenen Darmabschnitten ab. Sehen Sie das besonders gut im linken Bild? Man sieht dort noch Teile vom Darm, die normal aussehen, mit auch den feinen Gefäßzeichnungen. Und dahinter kommen dann tiefe, entzündete Bereiche mit Ulzera und Fibrinbelag. Von der Verteilung der Erkrankung, hier sind die amerikanischen Begriffe aufgeführt, sind ca. 57% der Patienten vom Morbus Crohn betroffen, 41% von der Colitis ulcerosa und bei einem kleineren Teil ist die Diagnose nicht ganz klar zu unterscheiden am Anfang. Im Verlauf kann es dann erst unterschieden werden bei vielen, wenn die Entzündung länger besteht oder wenn man sieht, wo die Entzündung noch an anderen Orten auftritt. Bei der Therapie ist es wichtig zu unterscheiden, ob man die Entzündung, die aktuell aktiv ist, zurückdrängen möchte oder dann in einem weiteren Schritt die Entzündung verhindern möchte, dass die Entzündung wieder auftritt. Das ist die sogenannte Remissionserhaltung. Und für die Therapie ist ganz wichtig, wie stark die Aktivität der Erkrankung ist. Es gibt Patienten mit nur sehr leichter Erkrankungsaktivität, wo auch keine schweren Therapieformen notwendig sind. Die Lokalisation der Erkrankung ist noch wichtig, ob jetzt der Dickdarm betroffen ist, auch noch zusätzlich der Dünndarm oder beides. Und der sogenannte Phänotyp ist noch wichtig, ob nur Entzündung besteht oder ob die Entzündung so stark ist, dass zum Beispiel auch noch Komplikationen wie Fistelgänge oder Abszesse auftreten oder Stenosen mit Engstellen im Darm durch die starke Entzündung oder durch eine lange dauernde Entzündung mittels Narbenbildung.
Jetzt in die genaue Therapie einzugehen, das würde den Umfang des Abends heute sprengen. Man muss, wie ich schon erwähnt hatte, zwischen milder, moderater und schwerer Erkrankungsaktivität unterscheiden. Bei der milden Krankheitsaktivität kommen zum Beispiel bei der Colitis ulcerosa Präparate wie Aminosalicylate in Frage. Das sind Präparate, die sowohl als Tabletten oder Granulat geschluckt werden können, aber auch als Zäpfchen oder Einlauf lokal im Darm angewendet werden können. Bei der moderaten Krankheitsaktivität oder wenn die erste Stufe nicht ausreichend hilft, werden Immunomodulatoren eingesetzt oder auch vorübergehend Cortisonpräparate. Cortison wirkt sehr gut gegen die Entzündung bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Es ist aber zu vermeiden, dass diese längerfristig angewendet werden, weil dann die Nebenwirkungen überwiegen. Bei schweren Krankheitsverläufen kommen dann die sogenannten Biologikatherapien zum Einsatz und je nach Erkrankungsaktivität und Komplikationen muss auch teilweise eine Chirurgie stattfinden. Eine weitere Erkrankung, die mit Entzündung im Darm einhergeht, ist die sogenannte Zöliakie. Der Übeltäter bei dieser Erkrankung ist das sogenannte Gluten. Das ist eine Eiweißkomponente von verschiedenen Getreiden wie Weizen, Roggen, Hafer und Gerste. Die Zöliakie ist eine durch Gluten verursachte Erkrankung, wo das Immunsystem eine wichtige Rolle spielt und ist eine Erkrankung des Dünndarms. Und die tritt auf bei Leuten, die genetisch veranlagt sind, diese Erkrankung zu entwickeln. Darauf komme ich später noch. Und sie führt zu einer Schädigung des Dünndarms und bessert sich aber, wenn Gluten aus der Ernährung entfernt wird. Der Ablauf der Erkrankung ist so, dass man mit der Nahrung über die Weizenprodukte Gluten zu sich nimmt. Dieses wird dann im Dünndarm aufgenommen und führt zu einer Immunreaktion, welche dann letztendlich die Dünndarmschleimhaut schädigt und die feinen Zotten im Dünndarm, die für die Nahrungsaufnahme wichtig sind, kaputt macht, was dann zu einer Zottenatrophie, also Verkürzung dieser Zotten führt. Wie ich schon gesagt hatte, betrifft die Erkrankung genetisch prädisponierte Personen. Und zwar ist wichtig zu wissen, dass nur Personen, die eine bestimmte genetische Veränderung im HLA-Molekül, also im HLA-DQ2 oder DQ8 besitzen, diese Erkrankung entwickeln können. Das Wichtige ist aber, dass jeder Dritte diese Veränderung trägt, aber nur 1% der Bevölkerung eine Zöliakie entwickelt. Das heißt, allein diese genetische Grundlage reicht nicht aus, eine Zöliakie zu entwickeln. Es spielen noch andere Faktoren eine Rolle, die man bis heute noch nicht verstanden hat. Und 1% der Bevölkerung entwickelt dann letztendlich die Zöliakie. Die Diagnose wird gestellt, zum einen bei klinischem Verdacht, wenn Beschwerden bestehen, besonders bei Aufnahme von Nahrung mit nachfolgend dann Bauchbeschwerden. Man kann Antikörpertests im Blut abnehmen, wo die Antikörper, die gebildet werden, auf die Glutenaufnahmen nachgewiesen werden können. Man kann eine Magenspiegelung durchführen mit Probeentnahme im Dünndarm. Und ganz wichtig ist, dass die Diagnose nur möglich ist unter glutenhaltiger Diät. Da sich die Erkrankung auf einen Glutenentzug bessert, gehen diese Veränderungen sowohl im Blut als auch im Dünndarm dann wieder zurück. Und dann ist die Diagnose nur noch erschwert möglich. Was auch noch die Diagnose erschwert, ist, dass die Symptome der Zöliakie sehr, sehr vielfältig sind. Die Erkrankung wird auch daher häufig als Chamäleon der Gastroenterologie bezeichnet. Der Großteil der Patienten klagt unter Diarrhoe, also Durchfall, aber es kann auch bei bis zu 18% der Patienten zu Verstopfung kommen. Es kommt zu Flatulenz, Gewichtsverlust, Bauchschmerzen, Übelkeit. Auch Depressionen können Ausdruck dieser Erkrankung sein. Wichtig ist auch, dass manche Patienten nur mit einer Osteoporose auffallen können. Dies dadurch bedingt, also ein Schwund der Knochenmasse, dies ist dadurch bedingt, dass durch die verringerte Aufnahme von Nährstoffen der Knochen nicht mehr so gut ernährt werden kann. Es gibt bestimmte Hautveränderungen, die sogenannte Dermatitis herpetiformis during, die auftreten kann, die einen dann zu der Zöliakie-Diagnose leitet. Ein Eisenmangel kann ein Zeichen einer
unbehandelten Zöliakie sein, neurologische oder depressive Verstimmung und auch Wachstumsverzögerung bei Kindern. Wie ich schon erwähnt hatte, ist ein wichtiger Punkt bei der Diagnose die Magenspiegelung, bei der wir Biopsien im Dünndarm abnehmen. Hier sehen Sie auf den Bildern einen normalen Dünndarm, das Duodenum eines Patienten. Man sieht auf dem Bild, wenn man ganz nah ranschaut, die ganz feinen kleinen Zotten, die die Darmoberfläche vergrößern auf ungefähr die Größe eines Tennisplatzes, um besser die Nährstoffe aufnehmen zu können. Wenn wir uns jetzt hier auf der linken Seite den Dünndarm eines Zöliakie-Betroffenen anschauen, sieht man den deutlichen Unterschied. Es sind keine Zotten mehr erkennbar. Die Schleimhaut ist gerötet und so gefeldert. Beim gleichen Patient 4 Jahre später unter glutenfreier Diät hat sich der Dünndarm wieder völlig erholt. Wichtig ist auch zu wissen, dass es Personen gibt, die ein erhöhtes Risiko haben, eine Zöliakie zu entwickeln. Dies sind zum einen Verwandte ersten Grades von Patienten mit Zöliakie. Während, wie ich schon erwähnt hatte, die Zöliakie bei 1% der Normalbevölkerung auftritt, ist das Risiko bei jemand erstgradig Verwandtes, der mit Zöliakie, von Zöliakie betroffen ist, 10%. Das heißt, es sollten sich bei Diagnose einer Zöliakie die erstgradig Verwandten, also die Geschwister und die Eltern und auch die Kinder des Betroffenen auf Zöliakie testen lassen. Patienten mit einem Typ 1 Diabetes mellitus und auch Patienten mit einer autoimmunen Schilddrüsenerkrankung oder mit Down-Syndrom sind auch häufiger betroffen. Dort sollte auch eine Testung selbst ohne Beschwerden stattfinden. Die Behandlung der Zöliakie ist an sich einfach, aber wiederum auch schwer. Das ist immer noch die strikte glutenfreie Diät. Das heißt, sämtliche glutenhaltigen Lebensmittel müssen aus der Ernährung ausgeschlossen werden und aktuell ist das eine ganz strikte lebenslange Diät. Die Schwierigkeit ist, dadurch, dass das Gluten in sehr vielen Lebensmitteln vorkommt, dass man keine Fehler bei der Diät macht und darum ist es ganz wichtig, bei der Diät von einer Ernährungsberatung, die auf Zöliakie geschult ist, begleitet zu werden. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt, das Wort meinem Kollegen Dr. Stefan Groth zu übergeben. Vielen Dank. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Stefan Groth. Ich arbeite zusammen mit meinen beiden Vorrednern hier im Gastrozentrum der Klinik Hirslanden und freue mich, dass Sie heute Abend über das neue Medium hier auch für uns ungewohnt sich dazu geschaltet haben. Es ist im Moment der Darmkrebsmonat März. Hat man mal so definiert für bestimmte Erkrankungen, dass man da möglichst viel Werbung in Anführungsstrichen oder das Wort einsetzen möchte für die Vorsorgeuntersuchung von diesen Erkrankungen. Und ganz in diesem Sinne möchte ich Ihnen auch was dazu zeigen. Wenn man noch so guckt nach den Todesursachen in der Schweiz, sind es vor allem die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber gleich an zweiter Stelle, wie Sie hier sehen, die Krebserkrankungen, die immer noch einen Großteil der Todesursachen ausmachen. Wenn man das ein bisschen weiter aufdröselt und guckt, was sind das für Erkrankungen, dann ist es vor allen Dingen, oder bei Frauen ist der häufigste Krebs der Brustkrebs, bei Männern der häufigste Krebs der Prostatakrebs. Und an zweiter Stelle bei den Frauen kommt schon der Dickdarmkrebs, bei den Männern an dritter Stelle nach dem Lungen- oder Bronchialkarzinom. Zusammengefasst für beide Gruppen, die Frauen und Männer, ist Dickdarmkrebs der zweithäufigste Krebs, der hier in unseren Breitengraden auftritt. Also ein ganz, ganz wichtiger Faktor und deswegen umso wichtiger, dass man darüber spricht und auch erklärt, was man tun kann und wie man ihn verhindern kann. Wenn man von Dickdarmkrebs redet, oder jetzt habe ich schon gesagt, wenn man von Darmkrebs redet, dann meint man immer Dickdarmkrebs.
Der Dickdarm liegt wie so ein Rechteck oder Bilderrahmen im Bauch und ist ungefähr so 1 Meter bis 1,50 Meter lang. Tritt dann hier im rechten Unterbauch über in den Dünndarm. Und der Dünndarm, der lange Teil des Darms, ist ein Ort, wo ganz, ganz selten Erkrankungen stattfinden. Darmkrebs zu fast 100% auf den Dickdarm beschränkt. Das Gute bei Darmkrebs ist, dass er über Vorstufen entsteht. Und diese Vorstufen, das sind die sogenannten Polypen, die wachsen und größer werden und dann über vermutlich so laut den Studien oder was man geguckt hat und beobachtet hat, vermutlich über rund 10 Jahre aus einem kleinen Polyp ein großer Polyp und dann Darmkrebs entstehen kann. Diese Entstehungsweise wurde wissenschaftlich untersucht und man hat das Ganze herausgefunden, dass diese Entstehungsweise über einen gutartigen Polypen, ein sogenanntes Adenom, entsteht und das sich dann schließlich zum Karzinom bildet. Das Adenom ist also der gutartige Polyp und auf dieser Zeitachse, wie das hier so ein bisschen von links nach rechts dargestellt ist, ist das dieser Polyp oder die Polypenknospe hier links. Der wächst heran in der Schleimhautschicht zum größeren Polypen und dann kann sich in der Schleimhautschicht in diesem Polypen vielleicht schon die ersten Zellen umwandeln und schon eine Art Frühkrebs entstehen. Die ersten Stadien, dass in einem Polypen schon Krebs drin ist, der aber noch nicht in die Tiefe gewachsen ist. Im Weiteren wächst er dann in die Tiefe oder in diese Verschiebeschicht zwischen Schleimhaut und Muskelschicht ein. Auch da gibt es noch Möglichkeiten, den von innen zu entfernen. Und erst im späteren Stadium, was man allgemein so als fortgeschrittenen Darmkrebs bezeichnet, wächst der Krebs in die tiefe Schicht des Muskels des Darms ein und ist dann eigentlich nur durch eine Operation zu behandeln. Ab diesem Stadium hier, wenn er in die Tiefe wächst, ist die Gefahr, dass er irgendwohin streut, sogenannte Metastasen bildet, deutlich erhöht. Im endoskopischen Bild hatten Sie eben schon bei Herrn Zeit so ein bisschen gesehen, sehen Sie jetzt hier normale Darmschleimhaut und hier ist so ein kleiner Polyp, der dann so einer Knospe entspricht. Das ist auf unseren Bildern dann noch schon stark vergrößert. Hier handelt es sich so um Stecknadelkopfgröße. Und wenn der dann über Jahre wächst, kann daraus ein deutlich größerer Polyp werden, hier mit so einer typischen Oberfläche, aber immer noch gutartig. Und dann vielleicht umschlagend in so einen Tumor, der so eine Einziehung hat und irgendwo vermutlich hier schon die ersten Krebszellen drin sind, bis dann zu einem invasiven Karzinom, wie wir sagen, also in die Wand einwachsend, wo das hier wie so eine Suppenschüssel eingesunken ist, auch schon leichte Blutungen auftreten. Und dieser ganze Prozess, wie gesagt, dauert so circa an die 10 Jahre. Und das ist eigentlich genau der Ansatzpunkt, wenn ich hier noch zurückgehe, dass es Vorstufen gibt, die wir sehen können und die sehr lange brauchen, um Darmkrebs zu werden. Und in dieser Zeit hat man eine sehr, sehr gute Chance, diese Polypen zu entdecken, also irgendwo hier in dieser Phase, und sie dann ganz rechtzeitig und leicht zu entfernen, sodass aus dem kleinen Polyp niemals Darmkrebs entstehen kann. Und das Ganze ist der Sinn und Zweck der Vorsorgeuntersuchung, also der Koloskopie, bei der wir den Dickdarm komplett untersuchen. Hier sehen Sie so ein Endoskop, im Prinzip ganz tolle Geräte, die immer noch in Handarbeit gefertigt werden und mit Lichtleitern einmal Licht ins Dunkel bringen und dann über 2 Steuerräder sozusagen die Bautenzüge bedienen, vorne die Spitze ganz beweglich und flexibel gesteuert werden kann. Damit schauen wir den Dickdarm komplett durch, gucken in aller Regel hier noch in den letzten Teil des Dünndarms rein und untersuchen von hier aus die Schleimhaut, ob wir irgendwo Polypen finden. Klingt gut. Alle sagen bestimmt jetzt, ja, muss man machen. In der Bevölkerung ist das noch nicht so angekommen. Es ist natürlich ein Thema, was irgendwo keiner ganz freudig angeht. Und hier hat man geguckt, in Deutschland ist das, da wird die Vorsorgekoloskopie ganz ähnlich wie in der Schweiz seit 2002 angeboten. Das heißt, alle Versicherten haben Anspruch darauf, eine Vorsorgekoloskopie zu machen. Und trotz doch deutlicher Werbung und auch unter den Ärzten der Ratschlag dazu, das zu machen, nehmen es rund 20%, vielleicht im Laufe der letzten Jahre ein bisschen gesteigert, aber deutlich unter 30% der Bevölkerung diese Vorsorgeuntersuchung an. Das heißt, das Thema ist leider nicht so beliebt. Dass das Ganze funktioniert, hat man aber bewiesen. Das heißt, die erwartete Inzidenz von Kolonkarzinom kann durch Koloskopie und je mehr Leute man untersucht und Polypen entfernt, deutlich gesenkt werden. Eine Risikoreduktion vom Kolonkarzinom bis zu fast 90% ist hierdurch möglich. Also
ganz wichtige Message dabei. Darmkrebs ist vermeidbar über diesen Weg. Und selbst wenn er nicht vermeidbar ist, ist es auch von absolutem Vorteil, wenn man diesen Krebs oder Frühkrebsformen in einem frühen Stadium entwickelt. Denn das Überleben bei Darmkrebs hängt sehr davon ab, in welchem Stadium man das Ganze feststellt. Also ob es schon fortgeschritten ist, vielleicht metastasiert, oder ob es ein frühes Stadium ist und lokal entfernt werden kann, auch mit einer Operation. Das heißt, selbst wenn wir einen Krebs finden, ist es immer besser, ihn zu finden, bevor er symptomatisch geworden ist oder irgendwohin gestreut hat oder er halt noch im frühen Stadium ist. Daraufhin kommt immer die Frage für jeden sozusagen, der jetzt auch vor dem Bildschirm sitzt, wer ist eigentlich die Risikogruppe? Muss ich hin oder wann sollte ich hin? Und viele sagen natürlich auch, ich bin noch gar keine Risikogruppe, in der Familie ist nie was aufgetreten, mir geht's gut, ich habe eine normale Verdauung, ich hatte nie Blut im Stuhl, habe keinerlei Symptome. Umso wichtiger ist es, wer ist die Risikogruppe, wen müssen wir untersuchen? Und da als erstes 75% aller Darmkrebs oder roundabout 75% treten spontan auf. Das heißt, da muss keine Vorgeschichte sein, da muss keiner in der Familie betroffen sein, da muss sich der Stuhlgang nicht geändert haben oder eine chronische Erkrankung bestehen. Und lediglich 20% sind die, wo die eine familiäre Belastung haben, also wo erst- oder zweitgradig Verwandte irgendwo Darmkrebs hatten. Also die haben einen deutlich geringere Anteil. Es darf also nicht die einzige Motivation sein. Und der kleinste Anteil sind sicherlich die, die irgendwo eine chronische Erkrankung haben oder vielleicht sogar eine bekannte genetische Prädisposition, die fast zwangsläufig zu Darmkrebs führt. Also jeder ist das Wichtigste, 75% aller Fälle treten spontan auf, sollte zur Darmkrebsvorsorge gehen. Hier ist noch mit aufgeführt, das ist dann eine genetische Erkrankung, wo sich ganz viele Polypen bilden und die fast zu 100% der Fälle zu Darmkrebs führt. Hier ebenfalls genetische Erkrankung, und das war das, was Herr Seitz eben erzählt hat, dass eine chronische Entzündung des Darms auch über einen langen Zeitraum zu Zellveränderungen führt und dadurch ein gesteigertes Risiko für Darmkrebsbildung da ist. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Das ist hier gezeigt in der Studie. Das Darmkrebsrisiko ist, auch wenn man irgendwoher mal Ausnahmen gehört hat, sehr lange sehr gering. Und circa ab dem 50. Lebensjahr steigt das Darmkrebsrisiko an. Das ist der Grund, warum die Vorsorgekoloskopie aktuell hier ab dem 50. Lebensjahr empfohlen wird. In Amerika ist man gerade dabei, das hier noch ein bisschen zu senken und auf das 45. Lebensjahr zu gehen. Vor allem bei Männern, wo man gerade nicht direkt zu erkennen, aber in einer anderen Studie gesehen hat, dass die vermutlich etwas häufiger jünger betroffen sind. Vielleicht noch darauf zurückgehend, mir geht es doch gut. Wir müssen die Leute untersuchen, wenn es ihnen gut geht. Das ist das Wichtigste. Das heißt, so schwer das von der Motivationsseite her ist, sie müssen kommen, wenn sie sich wohlfühlen und sagen, okay, ich gehe aufs 50. Lebensjahr zu. Das ist der Zeitpunkt, wo sie es machen sollten, egal ob irgendwelche Symptome auftreten. Denn vor allem die Vorstufen, die wir am liebsten natürlich finden wollen und keinen Krebs haben, die sind komplett symptomlos oder ganz, ganz selten, dass davon mal einer blutet oder Schleim absondert. In aller Regel, und gerade diese kleinen Polypen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, können sich vorstellen, dass die gar keine Symptome machen. Auch frühe Krebsstadien, also was ich Ihnen in diesen Polypen gezeigt hatte, wo erste Einziehungen sind, können mal bluten, aber eher selten. Das heißt, solange der nicht fortgeschritten ist, der Darmkrebs, macht er in aller Regel keine Symptome. Wenn Symptome auftreten, das hat der Herr Müller vorhin schon ein paar Mal erwähnt, was so Sachen sein könnten, sind die häufigsten Sachen Blut im Stuhl, dass tatsächlich der Stuhlgang an diesem Polypen reibt, dass irgendwo ein bisschen aufgeht die Oberfläche und dann Blut mit rauskommt. Infolgedessen vielleicht eine Blutarmut oder ein Eisenmangel. Wenn das nur kleine Mengen sind, dann muss nicht immer das Blut direkt sichtbar sein in der Toilette, sondern es kann dann auch über eine längere Zeit zum Eisenmangel und zu einer Blutarmut führen, wenn immer ein paar Tropfen Blut mit verloren gehen. Die Symptomatiken in Patronatbis könnten auch Bauchschmerzen sein oder Rückenschmerzen oder ein rückenziehende Bauchschmerzen, die solche Symptome machen. Ein Gewichtsverlust ist immer verdächtig, also ein ungewollter Gewichtsverlust, wenn man jetzt normal weiter isst und trotzdem Gewicht verliert. Was deutlich seltener ist, die Leute natürlich aber viel mehr beunruhigt, sind Verstopfung und Durchfall, dass darüber irgendeine Veränderung auftritt, wo man aber aufpassen sollte, wenn der Stuhlgang
dünner wird oder sich schwer entleert und vielleicht sogar eine ganz dünne Form bekommt, der sogenannte Bleistiftstuhl. Das könnte auch ein Warnzeichen sein. Generell gilt aber, wenn ein Wechsel der Stuhlgewohnheiten da ist, sollte man wenigstens zum Arzt gehen und einmal fragen, ob eine Darmspiegelung sinnvoll sei. In diesem Video ist das hier so ein bisschen gezeigt, was die Geräte können. Hier ist es mal so groß gezeigt. Die haben eine Videokamera, eine Lichtquelle, einen Spülkanal, einen Luftkanal, damit wir den Darm entfalten können, und einen Arbeitskanal, über den wir Instrumente einführen können. Und über den Spülkanal können wir den Darm noch komplett reinigen, falls noch irgendwo kleine Reste sind nach der Vorbereitung, die Polypen detektieren und dann so eine Schlinge ausfahren und den Polypen hier wie mit dem Lasso einfangen und ihn dann im Gesunden entfernen und den Polypen mit durch den Arbeitskanal hinausziehen oder mit dem Gerät zusammen rausziehen und ihn dann zur feingeweblichen Untersuchung zu schicken, um zu sehen, ob da irgendwelche weitergehenden Zellveränderungen schon drin sind und dementsprechend auch einen Ratschlag zu geben, wann man das Ganze kontrollieren sollte. Hier ist das nochmal so dargestellt. Das heißt, so ein Polyp wird mit der Schlinge gefasst. Häufig wird dann Strom gegeben, um das Ganze zu durchschneiden und kleine Gefäße gleich zu versiegeln. Und der geborgene Polyp wird dann entfernt oder mit rausgenommen. Hier nochmal in so endoskopischen Bildern ein Polyp, dann hier abgetragen, die Schleimhautschicht auf dem Darm entfernt. Darunter kommt dann die Verschiebeschicht und die Muskelschicht des Darms zum Vorschein. Und das ist die Kontrolle, wo man dann eine feine Narbe sieht, wo die Schleimhaut in dem Bereich komplett abgeheilt ist. Das hier ist noch so ein kurzes Video von einer Darmspiegelung, wie das aussieht. Der Darm ist hier komplett gereinigt. Wir haben hier so einen Farbfilter, mit dem wir den Polypen noch ein bisschen besser darstellen können. Hier oben sieht man mal so ein Divertikel. Und jetzt wird unsere Schlinge ausgefahren. Also so eine Aussackung des Dickdarms war das eben. Das ist jetzt so ein Polyp, der an so einem kleinen Stiel sitzt. Ab hier beginnt der Polyp, hier unter ist noch gesundes Gewebe. Und in dem Bereich dieses Stiels wird jetzt die Schlinge zusammengefahren. Und dann kann der Polyp, jetzt wird einmal Strom gegeben und die Schleimhaut da gleich verschmörgelt. Und der Polyp ist dann hier in diesem Bereich, klebt jetzt hier noch ein bisschen dran. In diesem Bereich hier unten, gerade getrennt, hier unten abgetragen. Das ist die Abtragungsstelle. Polyp liegt jetzt daneben und kann dann geborgen werden. Mittlerweile ist es auch möglich, deutlich fortgeschrittene Polypen, also die eine größere Größe haben als jetzt so kleine, wie ich Ihnen eben gezeigt habe, oder mittelgroße, auch wenn die über mehrere Zentimeter gehen oder sehr flach sind, was man früher immer operieren musste, gibt es mittlerweile die Möglichkeiten, solche Frühformen von Krebs auch zu entfernen. Und das ist hier so ein bisschen schematisch gezeigt in diesem Bild. Es gibt so eine japanische Technik, das waren die Japaner, die das entwickelt haben, wo man diesen Polypen erst markiert, oder diese Fläche, wo Veränderungen drin sind, und dann das Ganze unterspritzt und in dieser Verschiebeschicht zwischen Muskel und Schleimhaut ein Polster macht, sodass das Ganze sich etwas voneinander trennt. Und dann kann man in einem zweiten Schritt die Schleimhaut hier loslösen und umschneiden, sodass man einen gewissen Sicherheitsabstand zu den Polypen hat. Und darunter kommt dann wieder diese Verschiebeschicht und die Muskelschicht zum Vorschein. Und dann kann man, das hatte ich hier nochmal in einem anderen Video gezeigt. The innovative union of electrosurgery and water jet technology in one instrument enables new. Gleich versiegelt werden. Und so kann man so eine größere Fläche von so einem Polypen auch komplett rausschälen. Und wenn man dieses ganze Stück entfernt hat, kann nachher der Pathologe auch genau sagen, ist das komplett im Gesunden entfernt und damit erledigt, sodass dann gar nicht operiert werden muss. Lediglich, wenn der Polyp doch tiefer in die tieferen Schichten oder in den Abtragungsrand reinwächst, nach unten zum Muskel hin, muss operieren. Frage, die die meisten Leute stellen, auch gerade wenn wir Polypen finden, danach kann ich irgendwas dagegen tun? Man muss ganz offen und ehrlich sagen, da hat sich bislang nicht so richtig gezeigt. Gerade wenn wir 50 Jahre ein bestimmtes Leben geführt haben, dann die Ernährung umzustellen, weiß keiner genau, ob das dann noch einen großen Effekt hat. Oder ob man dann die 50 Jahre, wie man schon normal gelebt hat oder bis dahin gelebt hat, ob das nicht das Ausschlaggebende ist. Multivariant-Analysen, die man so geguckt hat, hat man aber gesehen, man sollte nach Möglichkeit Übergewicht vermeiden. Das heißt, Übergewicht ist ein Risikofaktor für Darmkrebs.
Man sollte auf die Ernährung achten und genügend Ballaststoffe einnehmen. Ich sage mal generell eine gesunde Mischkost, dass man nicht jeden Tag Fleisch, nicht jeden Tag die gleichen Sachen, Obst, Gemüse mit drin hat. Man muss das gar nicht so starr machen. Rauchen ist ein wichtiger Faktor, dass man vom Arztseite immer leicht zu sagen, nicht raucht. Und genügend Bewegung ist der nächste Punkt, der wichtig zu sein scheint. Also all das, was der Arzt dann immer erzählt, stimmt auch weiterhin. Das bisschen umstrittene Thema derzeit immer noch ist, wie ist das mit dem Fleisch, vor allem rotes und verarbeitetes Fleisch. Ganz aktuelle Studie jetzt auch, wie sieht das aus, wenn man jetzt vegetarisch gelebt hat. Da scheint es tatsächlich fast 22% Risikoreduktion zu sein, auf das Leben bezogen. Also man hat Vegetarier genommen, die mindestens 20 Jahre vegetarisch gelebt haben. Und die scheinen rund 20% oder 22% niedrigeres Risiko zu haben, Darmkrebs zu entwickeln. Man hat leider noch nicht getestet, wie das wäre, wenn man jetzt sagt, man stellt mit 40 um und macht dann 20 Jahre vegetarisch. Also Schaden tut sicherlich nicht hinsichtlich Darmkrebs, aber da gibt es noch keine genauen Daten zu. Was man sagen kann oder worauf man das auch zurückführen kann, wenn man so guckt, wie ist eigentlich die Neuerkrankungs- und Sterberate an Darmkrebs über die weltweit gesehen. Und da sieht man ganz klar, dass die Industrienationen hier immer in der Spitze der Gruppen liegen mit Neuerkrankungen von Darmkrebs. Was einen vermuten lässt, ist einfach, dass unser Lebensstandard und die ständige Verfügbarkeit von Fleisch und all den Mitteln plus halt ein bisschen dieses Wohlstandssyndrom mit dem Übergewicht doch einen deutlichen Faktor in dem Bereich hat. Das Allerwichtigste ist aber, dass ich Ihnen sagen kann, was Sie aktiv machen können, die Vorsorgeuntersuchung. Das heißt, darüber haben Sie Ihren Hauptfaktor, nicht Ernährung, also das ist auch wichtig, Ernährung, Sport und nicht rauchen und das richtige Gewicht halten. Aber das Wichtigste ist die Darmkrebsvorsorge. Dadurch haben Sie effektiv die Chance, die Vorstufen zu entdecken, die zu entfernen. Und wenn Sie dann in Kontrollen bleiben, eine sehr, sehr hohe Chance, dass Sie niemals Darmkrebs entwickeln. In dem Bereich der Techniken sind wir oder die Industrie und die Ärzte ständig am Weiterentwickeln und gucken, was könnten noch bessere Wege sein, gerade wenn so wenig Leute das in Anspruch nehmen und nur ein Drittel der Bevölkerung oder weniger, suchen wir natürlich nach Mitteln, wie man das noch besser machen kann. Und man muss ja auch ganz offen und ehrlich sagen, Polypen finden wir rund bei 30-40% der Patienten. Das heißt, den Großteil der Patienten untersuchen wir und die Untersuchung war in Anführungsstrichen vergebens, denn können dann zwar mit Sicherheit sagen, da war nichts, aber vom Prinzip her hätten wir bei den Patienten natürlich lieber einen Vortest, wo wir sagen, sie brauchen gar keine Darmspiegelung. Manche davon kennen Sie sicherlich, wenn die Frauen vor allen Dingen, die beim Gynäkologen regelmäßig sind, kriegen dann häufig schon einen Stuhltest angeboten, wo man einfach im Stuhl auf Blut untersucht. Und das ist auch aktuell noch weiterer Stand der Forschung, dass man immer mehr guckt, kann man im Stuhl zum einen kleine Blutmengen nachweisen oder vielleicht auch Bestandteile von Polypen oder Krebs. Da kommen auch alle paar Jahre immer neue Tests raus. Es gibt leider bislang noch keinen, von dem wir wirklich sagen können, ja, das empfehlen. Entschuldigung, ich glaube, jetzt hatten wir hier einen kleinen technischen Versager.
Genau, also ein Großteil der Patienten, die wir untersuchen, meinte ich gerade, untersuchen wir in Anführungsstrichen vergebens. Das heißt, wir finden gar keine Polypen und können nur sagen, es ist alles super. Freut die Leute natürlich auch und uns auch. Aber letztendlich hätten die Patienten ja gar nicht untersucht werden brauchen. Wir suchen natürlich nach wie vor nach dem richtigen Test, der uns das vorher rausfiltert. Es gibt prinzipiell einen ganz einfachen Test mit Testung auf Blut im Stuhl. Der, muss man sagen, ist relativ sensitiv, allerdings nicht spezifisch. Das heißt, er findet Blut, aber er kann einem natürlich überhaupt nicht sagen, woher das kommt. Ob das die Zahnseide war, die man benutzt hat, Zähneputzen im Magen oder ein bisschen Reflux, dass mal Säure in der Speiseröhre hochläuft. Na? Jetzt bin ich hier weg, aber geht noch, oder? Genau, es wird auch immer mehr geguckt, ob man vielleicht bestimmte kleine Zellen von den Polypen oder von einem Tumor nachweisen kann im Stuhl. Und da kommen auch immer wieder neue Tests jedes Jahr raus. Bislang gibt es leider noch keinen, den wir wirklich gut gewissens empfehlen können, der die Darmspiegelung ablösen könnte. Aber wer weiß, vielleicht in den nächsten Jahren ist was da, was auch unser Wunsch wäre, dass man Patienten sozusagen filtert vorweg und sagt, okay, wenn dieser Test positiv ist, dann müssen sie zur Darmspiegelung kommen. Ähnlich läuft es über den anderen Weg, dass man Blut abnimmt und vielleicht schon Zellen von Frühformen von Krebs oder auch vielleicht von Polypen im Blut nachweisbar sind. Aber auch bis dahin, das ist nur in der Forschung, gibt es noch keinen verlässlichen Test, den man da empfehlen kann. Ähnliche Verfahren oder Alternativen, da die Darmspiegelung einfach für viele ein Tabuthema ist, die das nicht gern machen wollen, guckt man auch nach anderen Verfahren, wo man zum Beispiel durch eine Kapseluntersuchung den Darm untersucht oder durch Röntgenverfahren oder Magnetresonanztomographie eine virtuelle Kolografie macht. Haben natürlich ein bisschen den Nachteil, dass wenn man was, also man muss sich generell auch vorbereiten, den Darm sauber putzen im Vorwege. Und wenn man dann was findet, muss meistens zweiter Termin organisiert werden. Das ist von der Seite her immer noch ein relativ großer Aufwand und dann die nächste Aufwand, dass man das Ganze nochmal wiederholen muss hinsichtlich der Vorbereitung. Im endoskopischen Bereich tut sich auch ganz viel. Die Auflösungen, ähnlich wie bei den Handykameras, werden immer besser. Wir haben immer hochauflösendere Bilder mit Farbfiltern und Strukturerkennung drin und können hier auch immer besser ganz flache oder frühe Läsionen erkennen, die mit dem normalen Bild manchmal schwierig zu erkennen waren und sind dann durch bestimmte Filter und durch hochauflösendere Technik, bessere Ausleuchtung, größere Weitwinkel, immer besser sichtbar. Ganz neu hat mein Kollege Herr Müller gerade hier bei sich im Raum getestet und strebt den Kauf an, ist die künstliche Intelligenz. Nicht, dass er sie braucht, aber die ist ein ganz tolles Verfahren, dass der Computer mit ganz vielen Polypen trainiert wurde und jetzt hier über diese Kästchen hier oben. Der Name darf hier erscheinen, das war von einem Patienten, der sich zur Verfügung gestellt hat. Über diese Kästchen wird jetzt hier detektiert, aha, hier sieht ein Polyp oder hier könnte ein Polyp sein. Er sagt dann das häufig sogar mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, sagt zu 90% erwarte ich hier ein Polyp. Die meisten denken wir auf jeden Fall, sehen wir auch so, aber gerade wenn man mal unaufmerksam ist oder sich vielleicht auf eine andere Ecke konzentriert, ist das was einem helfen kann, wirklich nach Möglichkeit alle Polypen zu entdecken. Denn aus unseren Studien wissen wir, dass wir so ungefähr 10-15% der Polypen übersehen, was zum einen an so flachen Stellen liegen kann, aber natürlich auch daran, dass der Darm in Falten liegt. Auch diesbezüglich entwickelt sich immer mehr weiter mit größeren Weitwinkeln und mit Aufsatzkappen, mit denen man diese Falten wegdrücken kann, sodass unsere Detektionsraten immer besser werden. Dann möchte ich kurz zusammenfassen. Die Vorsorgekoloskopie, also die Darmkrebsprophylaxe, rettet wirklich Leben. Das ist in den Studien gezeigt, das funktioniert. Darmkrebs und Vorstufen sind fast immer oder die meisten Fälle symptomlos. Sie müssen also kommen, wenn es ihnen gut geht. Bei der Darmspiegelung werden Polypen entdeckt und entfernt oder im Großteil der Fälle oder 30-40% entdeckt. Und es zeigt sich statistisch, wie gesagt, eine Senkung der Darmkrebsrate. Wer ist betroffen oder wer ist Risikogruppe? Jeder ab 50, nochmal ganz, ganz wichtig. Bei familiärer Belastung oder seltenen Risikofaktoren sollte man es gegebenenfalls eher machen. Also wenn jetzt ein erstgradiger Verwandter betroffen ist vor dem 60. Lebensjahr, zum Beispiel ab dem 40. Lebensjahr für die Angehörigen.
Was kann man selber tun? Prophylaxe, ausgewogene Ernährung, Bewegung, Normalgewicht, Nikotin, das hatte ich Ihnen gezeigt oder besprochen. Und Zukunftsaufsichten könnten oder hoffen wir selber, dass das so sein könnte, dass man irgendwann einen Blut- oder einen Stuhltest macht und diejenigen rausfiltert, die wirklich eine Darmspiegelung brauchen und wo dann die Polypen zu entfernen sind. Aktuell ist aber ganz klar die Darmspiegelung der Standard. Und darum bitte ich Sie, wenn Sie im entsprechenden Alter sind oder in der Risikogruppe, dann kommen Sie zur Darmspiegelung. Es macht wirklich Sinn. Ganz lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. So, es sind jetzt noch ein paar Fragen reingekommen. Ich würde sonst einfach das Wort wieder den Referenten geben, dass sie die Fragen so gut es geht beantworten. Die erste Frage kann ich kurz hier vorlesen. Wie oft sollte man sich testen lassen, also oder untersuchen lassen, wenn man vermehrt immer wieder Polypen während der Darmspiegelung erkannt und entfernt hat? Genau, dann kommt hier noch was dazu, was glaube ich nicht ganz im Moment für alle wichtig ist. Aber wird gefragt, sollte man alle 5 Jahre oder alle 2 Jahre? Dazu hat die Gesellschaften der Gastroenterologie, also der endoskopierenden Ärzte, so statistisch geguckt, was macht Sinn. Und man kann sich so ganz grob merken, das eine hatte ich Ihnen gezeigt, wenn keine Polypen da sind, alle 10 Jahre das zu machen. Wieder unter der Idee, wenn ab morgen ein Polyp entsteht, dass der rund 10 Jahre braucht, um sich deutlich fortzuentwickeln und dann Darmkrebs entsteht. Wenn mehrere Polypen oder mindestens ein Polyp da ist, 1 bis 3 Polypen sagt man alle 5 Jahre und über 3 Polypen alle 3 Jahre. Gibt es davon noch so ein paar Ausnahmen, wenn das ein großflächiger Polyp war, den man in mehreren Stücken entfernen musste, dann könnte es auch sein, dass man nach 1 Jahr oder nach 2 Jahren guckt oder noch kurzfristiger. Aber die meisten oder in den meisten Fällen unter 3 Polypen alle 5 Jahre, über 3 Polypen alle 3 Jahre. Ich gucke gerade mal nach den weiteren Fragen. Ja, kommt mal an hier. Noch eine Frage, ich glaube, da hatte Herr Zeitz schon ein bisschen was zu gesagt. Sind die Krankheiten Morbus Crohn und Colitis ulcerosa eventuell vererbbar? Also ich hatte es ja schon erwähnt, es sind ganz viele verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen bei der Entstehung der chronischen sinnlichen Darmerkrankung und genetische Faktoren spielen eine Rolle. Es sind jetzt keine Erkrankungen, die direkt vererbbar sind, wo man sagen kann, wenn die Eltern das haben, dann bekommen die Kinder das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch. Aber man hat ein erhöhtes Risiko, wenn die Erkrankung in der Familie auftritt. Das heißt, wenn in der Familie mehrere Personen von der Erkrankung betroffen sind, wird man sicherlich niederschwellig auch nach dieser Erkrankung suchen. Aber es sind ganz, ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen bei der Entstehung der Erkrankung. Und die rein genetischen Faktoren sind nur ein kleiner Teil davon. Mal noch eine Frage. Ich glaube, das was für dich ist. Jo. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Medikament? Danke, dass ich auch noch ins Spiel komme. Und Sie merken, ich habe jetzt doch auf Hochdeutsch gewechselt. Mit Erfahrung mit dem Medikament Letrozol habe ich leider nicht, muss ich Ihnen sagen. Da müsste ich auch nachschauen, wie das wirkt. Es ist bei allen Medikamenten zu sagen, die haben immer eine Wirkung. Manche wirken verstopfend, manche machen Durchfälle. Auch das muss der Behandlerarzt eben nachschauen, bevor er so ein Medikament gibt. Dann vielleicht Blähungen. Können Blähungen im Becken Schmerzen am Skelett verursachen? Besteht da ein Zusammenhang? Wenn die Blähungen sehr schlimm sind, das heißt, es ist der typische Patient, der am Morgen erwacht, der Bauch ist flach, dann im Laufe des Tages nimmt das zu, dann kann das zu Schmerzen kommen am Rippenbogen. Und wichtig ist bei der Verstopfung häufig, ist das Steißbein beteiligt, das verklemmt sich durch den
durch die schlechte Entleerung beim Enddarm kommt es zu dem Ausdruck Kokzygodynie. Das heißt, es ist so verspannt, dass es zu Skelettschmerzen kommt am Steißbein bzw. auf der Aufhängung. Und das ist sehr schwierig zu therapieren. Man muss den Rheumatologen benachrichtigen. Man kann aber auch Botox spritzen. Auch dort hat es wirklich einen Zusammenhang. Noch weitere Fragen? Wir schauen jetzt gerade interessiert. Wir sind übrigens alle geimpft, darum wage ich, die Maske kurz runterzusetzen. Der Doktor ist die Frage aufgekommen, gibt es Kontrollintervalle, also Frequenzen nach Auftreten eines Darmkrebs und wenn der operiert worden ist? Das kann ich gleich sagen, gibt es ganz klar. Da ist auch ein ganz striktes Schema festgelegt über eine 5-Jahres-Kontrolle oder wie in diesen 5 Jahren kontrolliert wird. Dazu gehören immer mehrere Untersuchungen, also nicht nur die Darmspiegelung, sondern auch eventuell eine Ultraschalluntersuchung und eine CT. Und da sollten Sie unbedingt beim besten oder häufigsten ist es über den Onkologen angebunden sein, der Ihnen richtig ein Protokoll, das ist eine vorgefertigte Form, wo genau die Daten draufstehen, wann und wie das zu kontrollieren ist. Das im Detail jetzt hier, glaube ich, das bringt den meisten Leuten nicht so viel. Aber da gibt es richtig Formblätter, können Sie auch im Internet sonst über die Fachgesellschaften rausgucken, wo richtig Termine drin sind, wann Kontrollen durchzuführen sind. Andi, jetzt noch einmal. Sind Analthrombosen Folgen von Verstopfungen oder haben diese keinen Zusammenhang? Und vielen Dank, sehr interessante Frage. Wenn die Hämorrhoidalvenenthrombose, ich habe gerade vor 2 Stunden einen armes Opfer gesehen, die können jung auftreten, sie können im höheren Alter auftreten. Das heißt einfach, dass die Entleerung nicht so gut funktioniert hat, also die Verstopfung spielt eine Rolle. Und dann drücken die Hämorrhoiden in den Analkanal. Und das hat dann das zur Folge, dass der Abfluss nicht so gut ist. Und ich habe Ihnen ja erzählt, dass die Hämorrhoiden eine wichtige Rolle spielen bei der Entleerung. Die müssen ihr Blut sozusagen ablassen, damit sie flach werden, damit der Stuhl raus kann. Und wenn das nicht klappt, dann gibt es so Unglück und Verbrechen, wie ich das nenne. Dann bleibt so ein Knoten liegen. Dann sollten sie eigentlich möglichst rasch sich melden, wenn sie Schmerzen haben, weil man kann das in den ersten 72 Stunden einen kleinen Schnitt machen und dann kommt der Thrombus raus, dann sind die Schmerzen weg und das hat keine große Nachwirkung. Das heißt, da müssen Sie keine Angst haben, dass wegen dem ein Dickdarmkrebs oder sonst auftritt. Also kleine Ursache, aber großer Schmerz, aber kann man sehr gut behandeln. Noch weitere Frage. Sie sehen, der Dr. Groth schaut schon, unser Chef sozusagen von heute Abend. Okay. Die Frage ist nach der mikroskopischen Colitis. Fragt eine Patientin, dass sie Budenofalk einnimmt und ob die Erkrankung chronisch ist oder eine Chance auf Heilung besteht. Die mikroskopische Colitis ist eine Erkrankung, die ist verwandt mit den chronischen entzündlichen Darmerkrankungen. Und dort kommt es zu einer Entzündung in der Darmwand, die man meist mit dem bloßen Auge bei der Endoskopie nicht sieht und erst nachweisen kann, wenn man bei der Darmspiegelung Proben nimmt. Typisch sind wässrige Durchfälle bei diesen Patienten. Und wenn die Erkrankung erkannt wird, lässt sie sich häufig mit einem lokal wirksamen Cortisonpräparat, dem Budesonid, häufig sehr gut behandeln. Das ist in der Regel eine Therapie, die ausschleichend über mehrere Wochen durchgeführt wird und die Entzündung damit gut zurückgedrängt werden kann. Aber es ist in vielen Fällen eine chronische Erkrankung, die zu Rezidiven neigen kann. Das heißt, die Entzündung kann im Verlauf auch wieder auftreten, sodass eine erneute Therapie notwendig ist. Es ist auch wichtig zu suchen nach bestimmten Medikamenten, die das auslösen können. In solchem Fall sollte ein Medikament, was die mikroskopische Colitis ausgelöst hat, dann gestoppt werden. Dann kann die Chance auch verringert werden, dass es wieder auftreten kann. Das sollte man sicherlich mit dem Gastroenterologen gut anschauen. Und dann kann man das alles
dann entsprechend dann entscheiden. Liebe Kollegen, vielen Dank, dass Sie so lange zugehört haben. Sie sehen hier zwei meiner Kollegen. Nicht zu vergessen ist Professor Seewald, der immer noch endoskopiert, einen schwierigen Fall. Professor Sauter, auch spezialisiert für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Wir danken Ihnen alle, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Natürlich wäre es besser, wenn wir Sie in 3D-Form bei uns begrüßen könnten. Aber ich hoffe, wir haben das technisch etwas hingebracht. Wenn Sie weitere Fragen haben, Sie wissen, wo Sie uns finden. Vielen, vielen Dank, dass Sie so lange uns zugehört haben. Auf Wiedersehen.